Eine City für Chorweil. Wir sind auf dem Weg in die neue Stadt im Kölner Norden. Hier entsteht seit 1967 die größte Trabantenstadt Nordrhein-Westfalens. Noch haben die 20.000 Menschen, die bis jetzt da leben, keinen Bahnanschluss. Und auch zum Einkaufen ist man ohne Auto aufgeschmissen. Ab 1971 erhält Chorweiler nun sein eigentliches Stadtzentrum. Mit bis zu 30 Stockwerken hohen Häusern und einem Einkaufscenter, das die Menschen fortan versorgen soll. Die genaue Ausrichtung der Hochhäuser orientiert sich an den Untersuchungen des TÜV, die die Luftströme und Verwirbelungen in einem maßstabgetreuen Versuch sichtbar machen soll. Das Zukunftsprojekt wird zuerst euphorisch gefeiert. Aufgrund vieler sozialer Probleme gilt die neue Stadt aber schon bald als Fehlplanung. Die Bauarbeiten dauern bis 1976 an.